Schurken, bitte melden. Hört ihr mich? Schlitzohr, gut, dass du da bist. Ich kann etwas Hilfe gebrauchen. Ich gehörte mal zu einer Schmugglercrew, die sich die Schurken nannte. Ich habe sie gebeten, das Schlüsselfragment zu finden, und das taten sie auch. Sie infiltrierten die KDK und tauchten ab. So tief, dass ich die Schweine jetzt nicht mehr finde. Du musst sie für mich aufspüren. Hier, nimm das. Wir nennen das den Schurkenblick. Rat mal, was er kann. Erinnerung stehlen? Ich meine, wer braucht sowas? Der Schurkenblick kann alles, Baby. Geheime Botschaften hinterlassen, Beute verbergen, Punkte markieren, Fallen stellen. Jeder Schmuggler bei den Schurken hat so ein Ding. Und jetzt hast du auch eins. Wie gesagt, die Schurken haben nach dem Fragment gesucht, während sie die örtlichen KDK angriffen. Mit dem Schurkenblick kannst du sie aufspüren. Ich habe etwas Beute in der Gegend versteckt. Probier den Schurkenblick gleich aus. Schau einfach durchs Visier. Sirenenfreundin voll krass umgebracht hat? Wie sollen wir das nur überbieten? Ich weiß nicht. Töten wir ein paar Waisen oder vielleicht Welpen oder wir stecken einen Haufen Welpen in ein Waisenhaus und brennen es nieder. Was für ein Dilemma. Wie halten wir die Opfergaben am Laufen? Oh, Taryn, vielleicht sollten wir unsere Anhänger entscheiden lassen. Eine Mordumfrage. Gefällt mir. Ich muss los, Superfan. Die große Kammer ruft. Schon bald werden wir Götter sein, ihr Pisser. Bis später. Der Nächste, bitte. Etwas in der Nähe verloren. Blicke durch das Zielfernrohr des Schurkenblicks, um es zu finden. Du wirst es gut einsetzen, ja?
kontrollieren den Bernsteinsumpf, aber meine Crew hat einen geheimen Eingang geschaffen. Finde ihn mit dem Schurkenblick. Schieß weiter auf die Markierungen. Bernsteinsumpf. Willkommen im Bernsteinsumpf. Vor langer Zeit hat ein Jacobs, dessen Name mir entfallen ist, im Sumpf nach Öl gebohrt. Aber jetzt ist es einfach nur noch ein öliger Friedhof. Egal, die Schurkenbasis sollte gleich da vorne sein. Wir müssen Archimedes, den Anführer meiner Crew, kontaktieren. Er wird sich um alles kümmern. Archimedes und ich haben Schmuggelaufträge gegen alle Konzerne durchgezogen. Vor einer Weile haben wir versucht, Montgomery Jacobs höchstpersönlich ein paar Waffen zu stehlen. Archimedes konnte entkommen, aber ich wurde geschnappt. Statt mich in den Amboss zu werfen, bot mir Wainwrights Vater einen Job an. Seitdem arbeite ich für die Jacobs Corporation. Montgomery Jacobs lehrte mich, dass jeder seinen Preis hat. Und wenn du diesen Shitstorm von einer Galaxis überleben willst, solltest du deinen lieber kennen. Eines muss man den Calypso-Zwillingen lassen. Sie haben eine ganze Armee treuer Gratis-Anhänger um sich geschart. Die Konzerne wünschen sich sicher, sie wären drauf gekommen, statt alle Querulanten und Luftverschwender der Galaxis wie Aussätzige zu behandeln. Ich meine nur. Thank you.
ist mein Moment. Und trotzdem kann ich doch aufrechten. Bleib liegen, Lusche. Du wirst dich an meinen Namen erinnern. Er lautet... Ich bin unbesiegbar. Du Schwein! Eine Kerbe. Na bitte, wir kommen der Sache näher. Geh rein und finde Archimedes. Irgendwer hat eine Blutorgie gefeiert und alle waren eingeladen. Scheiße, das ist Cassie, die beste Schmugglerin bei den Schurken. Das war sie zumindest. Ich habe seinen Namen vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ist's auch egal. Der Kerl und ich, wir waren der Stolz der Vastlands. Jetzt sind nur noch Aufschnitt und Eingeweide von ihm übrig. Das ist nicht Archimedes. Das Gesicht ist nur schwer zu erkennen, aber das ist Archimedes ID. Schätze, er ist wohl wirklich weg. Nimm seine Sicherheits-ID mit, Kammerjäger. Wir brauchen sie vielleicht noch. In Ordnung, wir sollten die Sicherheitskonsole überprüfen.
Mal sehen. Ah, wann kommt Archimedes zurück? Er hat gesagt, wir sollen uns hier verstecken. Heute werden wir nicht mehr extrahiert. Vielleicht morgen. Was glaubt ihr denn, wie lange wir dieses Fragment verstecken können? Im Sumpf wimmelt es nur so von Karika. Hey, was soll das? Wie habt ihr uns gefunden? Jemand hat meine Schurken kalt erwischt und das Fragment gestohlen, aber ich bin kein Detektiv. Ich habe aber etwas verdammt Ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Tja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Aber in diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Verdammt, das hatte ich vergessen. Jeder Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du von dem Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getötet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zum Glück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Fang mit Agent D an. Er ist in der Nähe. Kontaktiere D, während ich die anderen informiere, dass du kommst. Agent D ist ein Meister der Tarnung und der Fallen und ein verdammt guter Pole Dancer. Was in dieser Galaxis hilfreicher ist, als du vielleicht glaubst. Du wirst schon sehen. Volles Pfund! Agent D ist auf einer Ablenkungsmission. Er hat die KDK hypnotisiert. Diese Banditen machen keinen Finger mehr krumm, ehe du D nicht den Befehl gibst, seine Deckung aufzugeben. Ich schätze, diese dämlichen Schweine sind nur auf reingefallen, weil sie sonst niemand geliebt oder geachtet hat. Aber das ist noch lange kein Grund, die Galaxis niederzubrennen. Verstecken!
damit die Familie leben kann! Ich schlüpf dann mal in was Bequemeres. Clay sagt, es ist ein Verräter unter uns und du brauchst meine ID. Hier, nimm, Baby. Wer der Verräter auch ist, Clay wird ihm die Gliedmaßen einzeln ausreißen, wenn ich ihn nicht zuerst finde. Schlitzohr, jetzt müssen wir noch Schleichfuß finden. Jäger von Beruf, ein Geheimbriefkastenmeister. Er hat Abhörgeräte aufgestellt, um Infos über die KDK zu sammeln. Check sein Versteck und finde heraus, was er vorhat. Ich fasse es nicht, dass einer meiner Schurken abtrünnig geworden ist, aber Schurken sind eben Schurken, richtig? Hätte ich wissen sollen. Mein Fehler.
was für dich. Klar, werde ich erwarten. Klickt uns einfach rüber. Warte kurz. Videoaufnahme mit dem Hashtag Sieh den Stift und zeigt uns, wie viele Ketzer ihr mit eurer Lieblingsgranate zwischen den Zähnen ausschalten könnt. Im letzten Aufgerufen, sämtlichen Personen ein Ende zu bereiten, die sich dem Jacobs-Widerstand zugehörig fühlen. Lasst die Opfer kommen! Verdammt seien die Kammerdiebe! Sie haben ein Fragment des Kammerschlüssels von Eden 6 an sich gebracht! Strengt euch an, Brüder und Schwestern! Das geht so nicht! Hast du es das? Immer das gleiche alte Fleisch zu essen? Schleichfuß als Falle benutzt, um dich zu töten. Warum nicht? Du nicht! Verdammt, dieser Verräter wird bezahlen. Sieh nach, wo Schleichfuß gewesen ist. Seine ID sollte noch da sein. Die Dinger sind unzerstörbar. Ich wünschte, ich könnte dasselbe von meiner Crew sagen. Schütze von ganz Eden und so höflich wie kein zweiter. Das ist seine Art. Hoffentlich lebt Domino noch. Sind nicht mehr viele Schurken übrig. Kammerjäger. Clay erwähnte, dass er sich Verstärkung geholt hat. Ich bin an einem sicheren Ort mit Blick auf ein Dock voller KDK. Ich brauche Hilfe, sie auszuschalten. Danach können wir uns unterhalten. Danke.
dich schon mehr anstrengen. Zu verfolgen. Verflix nochmal, der Schiffsscanner ist im Arsch. Du musst auf den Kran klettern, um das verdammte Ding zu reparieren und in Position zu bringen. Dann kann ich das Schiff orten. Danke. Scheißt du dich nur ein? Er blockiert. Tritt ihn oder so. Danke. Ich hasse diese Penner. Und du bist eine echte Hilfe. Wir sind die Nummer 1 bei diskreten zerstörerischen Verteilern. Wir entsorgen Elementar-Nebenprodukte.
werfen, was ich nicht habe. Ich habe keine Angst vor dem Schlaf. Aber er sollte KDK, einfach so. War nett, dich kennenzulernen. Oh. Zur Schurkenhöhle aktivieren wir den Beutefinder. Sobald du diese IDs gescannt hast, sollte der Beutefinder uns direkt zum Fragment führen und zum Verräter. Ich muss schon sagen, hätte nie gedacht, dass ich mit dem Beutefinder mal einen Verräter aufspüre. Vielleicht hat Aurelia recht, was Loyalität angeht. Sie gilt immer dem Geld. Ich kam hierher, um die Jabba-Population auf Eden 6 zu erforschen. Sie sind uns so ähnlich und doch so anders. Aber was als einfache Forschungsexpedition begann, wurde schnell zum Überlebenstraining. Erst gestern spürte ein Saurianer das kleine Baumfort auf, das ich mein Zuhause nenne. Ich dachte, das war's jetzt. Doch dann erklomm ein seltsamer kleiner Mann mit Hornschmuck den Hügel und vertrieb die Bestie mit seinen eigenen Fäkalien. Und als ich ihm danken wollte, war er schon weg. Die Einheimischen meinten, ich hätte den roten Jabba gesehen. Auf die Konsole. Nur ein Scherz. Mach das bloß nicht. Das ist sündhaft teure Technik. Scanne einfach die IDs und aktiviere den Beutefinder. Das ist der beste Finder, den man kaufen kann. Besser als Drohnen, Bots und der ganze Scheiß. Und das in jedem erdenklichen Test. Und ohne weitere, du weißt schon das hochtrabende Wort für warten, kommt nun das Ergebnis. Der Beutefinder. Ja, Mann! Holographischer Affe! Ein gut gehütetes Schmugglergeheimnis. Nimm einen Jabba, wenn du etwas finden willst. Schnell wie der Teufel, mit deiner Nase wie ein Bluthund. Wir haben das Vieh digitalisiert, damit es nicht in jede Ecke kackt. Ich stehe nicht so auf Code. Folge dem Jabba! Umschweife, das war das Wort. Ohne weitere Umschweife. Hab's von einem Kerl, den ich mal umgebracht habe. Ein echter Trottel. Er hatte ein Buch und so.
Weißt du, es fühlt sich gut an, wieder im Einsatz zu sein, selbst wenn ich von meinen Leuten verraten wurde. Dieses abgefahrene Wort habe ich von einem Nerd, den ich mal gekillt habe. Hätte noch etwas mit ihm schnacken sollen, bevor ich ihn erledigt habe. Wir brauchen mehr KDK! Brauchst du nicht! Komm schon, Schlappschwänze! Und sie wurde zu einer... Oh, verdammt. Das war grauenhaft. Das war nicht übel. Das Tier ist eine Naturgewalt. Nicht einfach so gehen! Sieh dir diesen Jabba an. Mit einer Armee von Jabbern könnte ich den Planeten übernehmen. Ich meine ja nur. Ugg, mein Bruder. Ugg. Die Perfektion des Universums. Brutal. Und du, der Esel! Verdammter Esel! Und ich übernehme die Soße dazu. Siehst du das? Der Jabba will uns etwas sagen. Der Jabba sagt, das Fragment ist gleich da oben. Gut gemacht, kleiner Jabba. Mach dein Ding, Baby. In Ordnung, Kammerjäger. Holen wir das Fragment und finden wir heraus, wer die Schurken betrogen hat. Schurken verraten. Was für ein Manöver. Was hast du dafür bekommen? Aurelia hat mir meine zwei Planeten und genug Geld versprochen, um sie mit einer Wasserrutsche zu verbinden. Der Traum, über den wir immer gesprochen haben, er wird wahr! Clay, er wird wahr! Bin stolz auf dich, Mann. Du hast es geschafft, Kammerjäger. Töte diese miesen Verräter. Das wird mir ja sehen, Clay. Ich habe jetzt eine neue Familie und einen neuen Glanz dank Troy Calypso. Kinder der Kammer, Baby! Verdammt, er ist einer dieser gesandten Freaks. Zeig ihm, was Verrätern blüht, Kammerjäger. Wow.
fällt schwer, aber Verrat bleibt Verrat. Das gilt auch für die Familie. Siehst du das Fragment? Fragment erlangt. Ich wusste, dass du es schaffst, Kammerjäger. Du solltest dich den Schurken anschließen, wenn das alles vorbei ist. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich sollte dir sagen, dass Aurelia mir ein kleines Vermögen geboten hat, um mich gegen Wainwright und euch alle zu stellen. Aber ich habe abgelehnt. Montgomery Jacobs war wie ein Vater für mich. Und die Calypso-Zwillinge haben ihn umgebracht und Aurelia hat ihnen geholfen. Wenn du und Wainwright sie angreifen wollen, lasst es mich wissen. Und fürs Protokoll, das Geld ist mir scheißegal. Das Fragment in mein Labor. Kammerjäger, Clay meinte, die Operation war erfolgreich und ich habe ebenfalls gute Neuigkeiten. Ich weiß, wo das dritte Fragment ist, direkt unter der Schnauze der Harpie. Wir können es uns schnappen und direkt die Kammer öffnen. Belex ist ein interessanter Zeitgenosse, aber ich fürchte, wir werden ihn nicht los. Macht es dir was aus, wenn ich mich in Smalltalk übe? Was sagst du zum Wetter? Spar dir die Antwort. Es interessiert mich nicht. Damit fehlt nur noch ein Fragment. Sobald du es hast, treffen wir uns bei der Kammer. Tennis, das gefällt mir nicht. Lilith, ich verstehe deine Bedenken, aber es ist, wie es ist. Die Kalypsos werden kommen, um vom Kammermonster zu zehren. Ich muss da sein, damit ihr Teller leer bleibt, wenn es soweit ist. Glaub mir, niemand anderes als ich kann das. Es ist ihre Entscheidung, runterzugehen, Lilith. Und wir müssen irgendwas tun, sonst kriegen die Kalypsos genau, was sie wollen. Das weiß ich. Tennis, ich vertraue dir. Du entscheidest. Danke, Lilith. Und Ava? Menschliche Emotionen sind nicht mein Spezialgebiet, aber ich muss das Offensichtliche aussprechen. Troy Calypso hat Maya getötet, nicht Lilith. Da draußen wird noch genug gekämpft. Das ist vielleicht nicht die Familie, die du wolltest, aber es ist die, die du hast. Tennis, ich... Sie kommt schon dahinter. Wie lautet der Plan, Lilith? Wainwright. Er weiß, wo das letzte Schlüsselfragment ist. Auf zur Kammer. Wenn die Kalypsos diesmal kommen, werden wir bereit sein. Wainwright schien ziemlich aufgebracht. Ich kann es ihm nicht verübeln. Wer würde nicht die Chance ergreifen, zurückzuholen, was einem gestohlen wurde? Viel Glück, Kammerjäger. Keine Angst, ich pass auf das Schiff auf, Baby. Ich muss üben. Ich brauche einen neuen Kopf. Mein erster. Kammerjäger müssen viel tragen. Mit einem SDU wird es noch mehr. Ausrüstung bereit. Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kauf schon. Ausgezeichnete Wahl!